Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tokyo Dark. Und wir machen hier so eine kleine Abschlussrunde, wenn man es denn so nennen will. Nämlich, wir besuchen noch mal Daiso. Was? Oh oh. Oh, hey ja, Arani. Perfektes Timing. Daiso, was ist das alles? Sieht so aus, als hättest du alles gepackt. Wie gesagt, perfektes Timing. Ich schließe. Oh, und das ist gut? Es ist toll. Um ehrlich zu sein, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, war ich irgendwie wieder mies drauf, weißt du? Hab in den Erinnerungen geschwelgt, aber auf die schlechteste Art und Weise. Und dann habe ich an unser Gespräch neulich gedacht, wie du gesagt hast, dass deine Einstellung die Würze ist, die dem Essen und so Geschmack verleiht. Das klingt viel poetischer, als ich es gesagt hatte, aber ja, ich erinnere mich. Jedenfalls erkannte ich, dass der einzige Geschmack, der aus diesem Ort kommen könnte, bitter war. Richtig bitter. Dann, verrückte Sache, meine Frau kommt rein, nachdem sie sich jahrelang geweigert hat, mich zu sehen. Oh oh. Ja, oh oh ist richtig. Komisch, ich sah so viel älter aus, als ich sie. Na komisch, sie sah so viel älter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich schätze, ich hatte eine kleine Offenbarung, als ich sie sah. Ich klammerte mich an diesem Ort, aber für was? Ein Leben, das ich nicht gelebt habe? Für ein Was wäre, wenn, das nie passiert ist? Ich erkannte, dass das am Laufen halten dieses Ortes eigentlich aufgeben war. Nicht umgekehrt. Ich schätze, manche Leute bekommen ihr Happy End. Ha, wenn du Riesenschulden als Happy End bezeichnest. Es war nicht billig, diesen Ort zu leiten. Wenigstens sorgt der Ehering, den ich verpfändet habe, kurzfristig für die Miete. Und was willst du jetzt machen? Naja, Haruto nervt mich immer noch, mit ihm auf die Straße zu gehen, mit seinem Takoyaki-Stand. Takoyaki-Stand, so, Entschuldigung. Das schien ihm beim letzten Mal nicht so wichtig zu sein. Naja, du hattest einen Sinneswandel. Hast du wieder mit Haruto gesprochen? Nein, ich konnte es an deinem Gesicht sehen. Er war schon immer ein größerer Unternehmer. Ach, er war schon immer mein größter Unterstützer. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, es mit ihm, mit dem alten Kerl mal zu versuchen. Außerdem, mit seiner Hilfe melde ich mich vielleicht mal wieder bei meiner Tochter. Oh. Es ist nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen zwischen uns, aber ich werde es irgendwie schaffen. Was ist mit dir? Ich? Was ist mit mir? Hat das Idol-Magazin, das ich dir gegeben habe, dir geholfen? Nicht Detective Ito. Hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Ich bezweifle, dass ich mir bei all den komplizierten Sachen helfen kann, aber an die du tust, kochen war alles, worin ich je gut war. Es ist wie gesagt, ach wie du gesagt hast, mach weiter bis zum Ende, richtig? Ja, ich denke schon. Pass auf dich auf, Daiso. Lass dich mal blicken. Komm bei mir und Haruto am Stand vorbei. Na, Errungenschaft freigeschaltet. A change of pace. Das finde ich klasse. Aber so ein bisschen Lichtblick. Aber ich werde jetzt, also wir stehen ja immer noch vor der Entscheidung. Die habe ich jetzt ein bisschen also vor mir hergeschoben. Wir haben die Entscheidung, halt die Maske zu zerstören oder die Maske zu benutzen. Huch, Entschuldigung. Das Problem, was ich sehe mit dem Maske benutzen, ist halt, wir laufen eigentlich jetzt seit wie vielen Folgen, ich weiß es nicht, dahinterher, um ja eigentlich der verbrannten Erde, die die Maske hinterlassen hat, zu folgen. Und jetzt sollen wir so vermessen sein und zu so sagen, ja, wir benutzen die Maske und das wird dadurch anders. Deswegen tendiere ich jetzt eher dazu, die Maske zu zerstören. Ja, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, das andere Ende zu sehen. Entweder indem ihr auf dieser Plattform weitersucht. Oder was ich eher empfehlen könnte, weil das Spiel wirklich gut ist, das Spiel mal selber zu gucken. Weil, ja, zu gucken ist natürlich das falsche Wort. Das Spiel mal selber zu spielen. Weil das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dieses Spiel, das reißt einen sehr, sehr mit.
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es nur zuguckt, aber ja, man fühlt sich ein wenig getrieben. Man möchte immer weiter wissen, was passiert. Und genau das machen wir jetzt auch. Es fühlt sich seltsam an, wieder auf diesen Straßen zu sein und alles zu wissen, was ich jetzt tue. Alte Kulte, eine Familie, eine gestörte Familie und ein Mädchen namens Rayna, alle vereint durch die Geschichte von Tod und Leid, die durch ein einfaches Objekt verursacht wurde. All der sinnlose Tod unschuldiger Menschen. Und wofür? Um die Menschheit zu schützen? Um uns besser zu machen? Bring mich nicht zum Lachen. Nicht mehr. Ich bin weit genug in diesen Kaninchenbau gegangen. Ich weigere mich, Sklave der Maske zu sein. Ich werde sie zerstören, verwandle sie wieder in Asche und tue der Welt einen Gefallen. Mein letzter trotziger Akt, als die Realität aus allen Nähten bricht. Die Kavanas warten am Schrein. Sie wissen so gut wie ich, welche Qualen die Maske mit sich bringt. Hoffen wir, dass die alte Frau tun kann, was sie sagt. Ja. Das meinte ich mit der Spur der verbrannten Maske zu folgen. Boah, guck dir die erst. Was ist mit den. Boah, wie krass das aussieht. Letztes Mal, als wir hier waren, war hier ein bisschen mehr rosa. Eine ganze Menge mehr rosa, wenn du mich fragst. Ich habe das Gefühl, dass kleine holzige Gegenstände in unserer Tasche merken, was wir vorhaben. Ob wir das hinkriegen? Komm, passiert ja nicht viel. Oh. Ah, fast. Nicht schon wieder. Ich werde nicht zulassen, dass du mich kontrollierst. Warum jetzt? Versucht sie, mich aufzuhalten? Diese Maske, geboren aus Tod und Leid, sollte nicht in dieser Welt sein. Vielleicht haben diese Leute versucht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Warum denke ich darüber nach? Ich muss weitermachen. Was ist das für ein Gefühl? Angst? Es? Ich habe Angst, weiterzugehen. Aber ich muss zurück. Ich kann mich nicht bewegen. Der Tod. Alles an diesem Ort fühlt sich an wie der Tod. Was, wenn ich mich irre? Kasuki, Reiner, sie könnten immer noch da unten sein. Das ist es, was ich will. Das ist es, was sie will. Deshalb muss ich sie töten. Ich muss es zerstören. Aber, oh Gott, was wird passieren? Warum fleht sie mich an? Alle, die in der Maske da gefangen sind, wollen doch frei sein, oder? Warum dann? Ich könnte immer noch umkehren. Jetzt ist meine letzte Chance. Ich bin so verwirrt. Was soll ich tun? Nein. Ich habe mich entschieden. Ich bleibe dabei. Ich möchte die Maske zerstören. Bitte. Spiel, lass mich das bitte tun. Hauptsächlich, weil sich das Spiel so sehr dagegen wehrt. Ich möchte wetten, wenn ich jetzt den anderen Weg laufen würde und die Maske benutzen will, dass ich dann nicht auf so viel Widerstand treffe. Dann gehen wir mal zum Schrein. Und immer wieder diese kleine Maske mit eingeflimmt. Irgendwie sieht der Schrein bei weitem nicht mehr so einladend aus wie bei den letzten Malen. Okay, wo Rayna mit Mai hier stand und das war jetzt nicht unbedingt allzu all einladend, aber. Ito? Du bist also gekommen. Ja, natürlich. Sie wusste doch, dass es richtig war. Du hast etwas mitgebracht, nicht wahr? Vom Gelände? Ja, das habe ich. Ich habe ein altes Holzamulett gefunden. Du hattest recht. Die Dunkelheit, die ich spürte, war die gleiche. Ernsthaft? Moment, ist das wirklich real? Als ich dort war, sah ich Visionen aus der Vergangenheit, von Menschen, die jetzt weg sind. Ich weiß von dem Ritual, zu dem Tokimasa sie gebracht hat. Wie konntest du das zulassen? Sie war doch nur ein Mädchen. Es gibt keine Antwort, die dich zufriedenstellen würde. Keine Antwort? Ist das alles, was du kannst? Und deshalb bist du geflohen, nicht wahr? Du wusstest alles über Tokimasas Ritual und was mit jedem passiert würde, den du zurückgelassen hast.
Dennoch hast du Mai und Takashi mitgenommen und nichts getan, um es aufzuhalten. Aufhalten? Wer hatte das geändert? Oder was hatte das geändert? Emiko wusste so gut wie ich, was das Bleiben für ihre Kinder bedeutet. Sie war bereit zu sterben, wie Tokimasu es befahl. Ich konnte meine eigene Tochter nicht überreden, sich selbst zu retten. Denkst du, ich habe es nicht versucht? Die Polizei hätte einer alten Frau, die über uralte Rituale spricht, nie geglaubt. Ich hatte keine Wahl. Sie waren Monster. Sie waren keine Monster. Sie waren verloren. Auf der Suche nach Antworten in einer Welt, die keine für sie hatte. Genau wie du. Wie wir. In meinen Jahren mit der Maske konnte ich sie manchmal in der Dunkelheit hören, zusammen mit Stimmen, die ich nicht erkannte. Ich dachte immer, sie wären rachsüchtig, unruhig, bestrafen mich für meine Sünden. Sobald wir die Maske gereinigt haben, werden sie uns vielleicht vergeben. Hast du das Mädchen gefunden, das dich verfolgt? Diese Reiner? Hast du sie um Vergebung gebeten? Vergebung? Ich bin mir nicht sicher, ob das noch möglich ist. Nach allem, was das Mädchen durchgemacht hat, sind all ihr Selbsthass und ihre Trauer nur ein Teil der Maske. Ich habe das alles an diesem Schrein gespürt, als ich sie erschossen habe. Glaubst du, dass das alles ein Ende haben wird? Das Flüstern, Rainer, all die seltsamen Dinge, die wir gesehen haben? Sühne ist eine Reise, die sich über unsere Zeit auf dieser Erde hinaus ausdehnt. Es wird nicht uns zumindest erlauben, den ersten Schritt zur Korrektur unserer eigenen Sünden zu tun. Unsere Sünden, hä? Warte, ich habe immer nur Glücksrituale und harmlose kleine Segnungen gemacht. Das ist was anderes. Oma, das ist echt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mai, beruhige dich. Ein Ritual hat einen Sinn. Es ist der Weg der Götter, uns auf die wahre Prüfung vorzubereiten. Du bist ein reines Kind und zusammen mit deinem reinen Willen wird das Ritual an Kraft gewinnen. Es wird funktionieren, es muss. Warum ich? Weil du dadurch nicht verdorben wirst. Nur du kannst es. Du kannst deiner Mutter Frieden bringen. Bitte, Mai, du musst es versuchen. Ich weiß, dass du es für verrückt hältst, aber diese Maske hat einer Menge Leute Leid zugefügt. Es spielt keine Rolle, ob du uns glaubst. Tu es einfach in dem Wissen, dass es mir und deiner Oma helfen wird, weiterzuleben. Tu es einfach, damit wir leben. Alles gut. Du hast nicht gesehen, was wir gesehen haben. Also mach dir keinen Vorwurf, dass du skeptisch bist. Also mach ich dir keinen Vorwurf, dass du skeptisch bist. Aber du kannst daran glauben, uns zu helfen, richtig? Ich will nur, dass das alles aufhört. Ich auch. Jeden Tag war es schwieriger, die Dinge in Ordnung zu halten. Und ich denke, diese Maske ist Mitschuld. Es ist albern. Ich bin nicht religiös. War ich noch nie. Aber ich will, dass das alles aufhört, um wieder normal zu sein. Ich möchte glauben, dass es funktionieren wird. Wild. Und ich will an dich glauben. Also bitte, ich flehe dich an, es zu versuchen. Okay. Danke, Mai. Mai, bist du bereit? Ich brauche nur einen Moment, um mich vorzubereiten. Und wenn wir uns irren? Was meinst du damit? Was, wenn die Maske nicht das Problem ist? Was, wenn wir es schlimmer machen? Ein alter Mann sagte mir, dass die Maske nicht die Schatten erschaffen hat. Sie öffnet nur deine Version für sie. Tun wir also das Richtige? Was, wenn wir etwas übersehen? Verlierst du deine Entschlossenheit? Nein, es ist nur Tanaka, der Mann, der gestorben ist, nach dem ich gesucht habe. Er hat immer gesagt, ein Was wäre wenn ist nicht genug für einen Detective. Ich schätze, alte Gewohnheiten sterben schwer und es gibt immer noch so viel, was ich nicht verstehe. Und das wirst du auch nie. Es ist eine Frage des Glaubens, Kind. Mit der Einstellung kein Wunder, dass du in eine Sekte gekommen bist. Okay, ich bin bereit. Emiko, bitte verzeih mir, dass ich dich zu diesen Leuten geführt habe und was mit dir passiert ist. Ich habe versucht, dich zu retten. Ich habe versucht. Ich habe es versucht. Ich bete, dass du Frieden findest. Oma?
Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dieses Flüstern. Während des Rituals fühlte ich eine überwältigende Traurigkeit. Als wäre etwas aus mir herausgerissen worden, das ich nie wiederfinden würde. In diesem Moment verwandelte das Flüstern in der Maske in verzweifelte, flehende Schreie. Ich schloss meine Augen und umarmte mich wie ein Kind und fühlte mich in diesem Moment völlig in Angst versunken. Dann herrschte Stille. Als ich meine Augen öffnete, war die Maske in zwei Teile geteilt. Ich wusste in diesem Moment, dass Kazuki tot war und das schon die ganze Zeit über. Wir alle verließen den Schrein in Stille. Ich kehrte nie zurück. Nach diesem Tag war nichts mehr richtig. Rainers Anwesenheit war weg, aber ich fing an, die Dinge anders zu fühlen. Die Schatten nahmen neue, ängstliche Formen an. Tokio begann sich zu verändern. Die Kriminalität schoss in die Höhe und die Mordrate erreichte in diesem Jahr ihren Höhepunkt. Die Polizei war von der Welle der Gewalt so überflutet, dass sie mich wieder als Morddetektiv einsetzten und die Ermittlungen gegen mich völlig eingestellt wurde. Ich kündigte innerhalb von 6 Monaten. Ich hatte einfach nicht mehr den Mut dazu, und nach dem, was mit Kazuki passiert war, konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Was, wenn das Ritual ein Fehler war? Was, wenn alles, was seitdem passiert ist, meine Schuld ist? Manchmal wache ich nachts auf und frage mich, ob die Welt der Finsternis die Wahrheit war und mein Leben jetzt ein Traum ist, ein Nachtbild, nachdem ich einen hellen Blitz ausgesetzt war. Ich gehe heutzutage nicht mehr oft aus. Ich ertrage es nicht, mich der Realität zu stellen. Errungenschaft freigeschaltet. The End of the Mask. Huiuiui. Das war Tokyo Dark von Sherry Mochi. War das ein Ritt? Oh, ich kann's. Oh Mann, ey. Ja, ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung war, wenn es so, wie sie es gesagt hat, halt zu einem krassen Anstieg an ja, Kriminalität und so weiter geführt hat, dann hätte man vielleicht doch die Maske da lassen sollen. Vielleicht war das so eine Art Fokussierer für die Dunkelheit, also wirklich eine Art Schlüssel oder Brennpunkt, man weiß es nicht, das halt ein sehr, sehr böses Wesen hin und her läuft? Oder ja, ich weiß es nicht. Also, so wie es jetzt ist, das Ende, ist es irgendwie unbefriedigend. Klar, unsere Ayami Ito hat überlebt, in dem Sinne. Also, irgendwas hat ihren Job wieder, aber hat gekündigt, weil sie es schnell möglich da irgendwie wieder raus wollte. Ob das jetzt besser gewesen wäre, wenn wir jetzt die Maske genommen hätten und auf Yacht gegangen wären? Ich weiß es nicht. ja, also mir bleibt eigentlich dazu nur noch zu sagen, wer das andere Ende sehen will. Beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, es gibt, ich glaube, 5 Enden. Ich will mich gerade nicht festlegen, also mindestens 2. Das haben wir ja gesehen. Ein Kickstarter-Projekt ist das auch noch krass. Interessant. Höchst interessant. Du bist nichts weiter als eine Krähe, die sich von Aas ernährt, das die Zeit hinterlässt. Verzeih mir, dass ich kein unparteiischer Zuschauer menschlichen Leidens bin. Die Frau hatte ihre eigenen Wünsche. Ich habe ihr nur einen kleinen Schubs gegeben. Aber das Ergebnis, das kann nicht sein. Überhaupt nicht richtig.
die Maske von dieser Welt befreien? Ich werde es nicht akzeptieren. Warum nicht? Was kümmert es dich? Soll ich dir sagen, warum es dich stört? Weil du aus dieser Wahrheit nichts gewonnen hast. Aber täusch dich nicht. Es ist eine Wahrheit. Eine weitere Möglichkeit. Zeit ist kein einziger Faden, sondern ein komplexes Geflecht, das von den Kräften des Schicksals und des Zufalls zu einem Bild geformt wird. Die verschiedenen Fäden stellen eine Vielzahl von Wahrheiten dar, aber alle ein Aspekt desselben Antlitzes. Eine Myriade. Interessant, interessant. Ich hätte gedacht, dass einer, der sich für die Geschichte interessiert, an einer einzigen Wahrheit festhält. Im Gegenteil, wenn mich die Geschichte etwas gelehrt hat, dann ist es, dass es keine einzige Wahrheit gibt. Je tiefer man blickt, desto komplexer wird es. Ja, alle deine Wahrheiten, alle gewähren Einblicke in dasselbe Rätsel. Und du hast recht, mein alter Freund. Die Zeit ist eine Spirale. Beobachtet man sie lang genug und wir können noch etwas lernen. Nein, sie ist nicht dein Spielzeug. Es ist nicht deine Entscheidung. Es gibt nur einen Weg, wie das enden kann. Es gibt nur einen Weg für die Welt, um intakt zu bleiben und das zu stoppen, was kommt. Sie muss geschützt werden. Die Rolle muss ausgeführt werden. Dickköpfigkeit. So dickköpfig. Erlaube mir, dir eine Frage zu stellen. Ich glaube, ich weiß es schon. Du hast schon mal gefragt. Sei nachsichtig mit mir. Ich habe ihr die gleiche Frage gestellt. Wenn die tanzende Marionette nach oben schaut und ihre Fäden sieht, bleibt sie dann eine Marionette? Was ist dann mit Schicksal und Zufall? Ich beantworte dein Rätsel mit meinem eigenen. Du siehst die Sturmwolken sich nähern, und obwohl du Schutz suchen oder deinen Kurs ändern kannst, kommt der Sturm nicht trotzdem. Ha, das macht keinen Spaß. Du hast meine philosophische Seite nie geduldet. Du mich auch nicht, wenn ich dir sage, wie es ist. Ich nehme an, das liegt daran, dass wir ein und derselbe sind. Aber was ist mit ihr? Wir können nur sehen, aber irgendwann wird sie dort landen. Es gibt nur einen Weg, der die Welt zusammenhält. Oh. Huch. Also, New Game Plus hätte ich hier bei so einem Spiel jetzt mal ehrlich nicht erwartet. Ja, das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass man einfach nochmal spielt. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, so im Allgemeinen. Man muss halt schauen. Also, ich bleibe jetzt bei diesem Ende. Ich werde höchstwahrscheinlich auch kein anderes aufnehmen, weil da gibt's, ich denke mal, genug, ja, Let's Plays von. Und sonst, Achtung, jetzt kommt so ein kleiner YouTube-Kniff, den ich mal irgendwo gelesen habe. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich mir ein anderes Ende nochmal anschaue. Also zumindest das eine andere Ende. Ich habe mir sagen lassen, oder beziehungsweise in Steam, also bei den Errungenschaften, hat man halt rauslesen können, es gibt eine ganze Menge Enden. Es gibt auch eine ganze Menge Zwischenenden. Also hier die beiden Enden jetzt mit Daiso und Fräulein Butterfly, ich habe den Namen vergessen. Die habe ich halt daraus gelesen, aus den Errungenschaften. Deswegen wollte ich da eben kurz hin und zu hören. Und mich freut es wahnsinnig, dass der Daiso seinen Lebenswillen wieder gefunden hat, muss ich doch gestehen. Das ist das einzig gute Ende aus diesen ganzen Sachen, ich weiß nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas, so eine Art Hidden Ending da gibt. Irgendwas mit den Katzen, die man da sammeln konnte. Die haben bestimmt irgendetwas damit zu bedeuten. Und ich fände es
Ich fände es eigentlich sehr witzig, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass dieses eine Ende, was der Sammler da gesagt hat, also der Teestubenmensch, der Historiker, so, wenn dieses eine Ende, was uns alles zusammenhält, nur dann möglich ist, wenn man alle Katzen sammelt, fände ich witzig. Ich weiß es aber nicht. Naja, ich höre jetzt mal auf zu reden. Ich sehe schon, ich überstrapaziere mal wieder meine Zeit. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Spiel gefallen hat, ich kann es wirklich empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Es ist auch nicht allzu neu. Es ist auch, ja, für die schmale Brieftasche zu erhalten. Und klar, Square Enix, aber Onimuchi, ich laber Unsinn, der Producer davon, hat es auf jeden Fall verdient. Das ist wahnsinnig gutes Storywriting. Leider die Übersetzung, gerade bei dem Historiker, vielleicht ein bisschen komisch. Naja, ich fange schon wieder an zu labern. Also, ich unterbreche mich hier. Danke fürs Zusehen und ja, gehabt euch wohl oder wie man so sagt. Ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.